Freitag. Oh, good. You're up. The mayor's called a town meeting this morning. We should get down there and see what he's making a fuss about this time. Do you think it's some kind of trouble? Ah, I really hope not, but I guess we'll see. Lead the way, Grandma. Follow me. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflower. Das interessiert mich, die Bohne. Folge Oma ins Rathaus zu einer Versammlung. Ja, machen wir doch mal, aber... I'd better follow Grandma to the town hall. Nein, ich will mal eben gießen. Wieso kann ich hier nicht gießen, Leute? Oh, ist nicht euer Ernst. Die prägen mir seit Tag 1 ein, dass ich mich hier um die Pflanzen kümmern muss. Und dann lassen sie mich die noch nicht mal kurz gießen, bevor ich hier den Raum verlasse, beziehungsweise hier die Gegend verlasse. Das ist doch nicht euer Ernst. So, Rathaus war hier oben auf der Ebene, glaube ich, ne? Irgendwann werde ich das alles drin haben. Settle down, everyone. Settle down. I've brought you together to discuss a very important matter. There have been very strange goings on in our beloved town of Fairhaven. There is a force at work in our community, and I don't know who's responsible, but whoever they are, they don't have Fairhaven's best interests at heart. Oh, I don't like where this is going. Me neither. I've seen strange lights in the forest at night. Yeah. And folks in robes and masks wandering around after sunset. Yes! Yes, good. You know exactly what I'm talking about. Wait, I'm sure there's a rational explanation for all this. No matter the cause, we must ensure our town doesn't become a home for roustabouts and unsavory types. I ask all of you to keep a sharp eye out for signs of mischief. And if you see anything, report it to me. Or me, if you'd prefer. I'd hate for anyone in Fairhaven to feel fearful. Well, I never. Mayor Otto, soft on business. Soft in the head is more like it. Him and his fancy britches wife standing up there and casting judgment on others. Uh-oh. You're even madder than I thought. He can't just tell people to spy on their neighbors, to be so afraid that they distrust everyone around them. Maybe we could cast a goodwill spell to make everyone be nice to each other. I wish it were that simple. But just because you can solve a problem with magic doesn't mean you should. Thomas could use some help on his farm. I know he's got an order of beans due, and he doesn't have enough plots going to make it in time. He's too proud to ask for help, though. Here, take these seeds. They should be enough to make the order. Are these magic beans? Oh, heavens no. But if you've got the means to give him a boost, it certainly wouldn't hurt. Das, achso, ja, Oma möchte, dass du grüne Bohnen anbaust, um Thomas bei der Erledigung einer Bestellung zu helfen. Jetzt hab ich, nee, ich muss 8 anbauen. Wieso gibt die mir denn nur 3? Bleib mir im Stehen. Have you been to Violet's Flower Shop yet? I try to support her business as much as I can. Her dad got a job off island and I know he sends money home and all, but it's gotta be tough, taking care of her brother all on her own. Ich dachte eigentlich, dass ich mit dir über diesen komischen Idioten sprechen kann, aber... offenbar nicht. Kann man die jetzt alle so schön abgehen hier der Reihe nach? So, Lena says you knew each other when you were kids? Yeah, well, she was a bit older. She would babysit me from time to time. I have a hard time picturing Lena as a kid. She's always so self-possessed and in charge. Oh, you mean running the general store? Yep. And, you know, taking care of her kids. Okay. Bekanntschaften machen. Violet scheint Terra wirklich kennenzulernen. Behalte sie auf der Insel zu verschiedenen Uhrzeiten im Auge. Vielleicht passiert ja etwas Besonderes. Uh-huh. Nicht abhauen, ich muss mit dir auch noch reden. I like Hazel. She reminds me of my grandmother. When I came out, my dad had a hard time with it. Obasan told him to get over himself. I really miss her. Die hat gesagt, er soll sich zusammenreißen. Das ist gut. Noruz Piruz, Terra. It's the Persian New Year today. Oh,
Happy Nowruz. Are you doing anything to celebrate? Oh, something absolutely thrilling. I'm cleaning out my closet. It's tradition to clean everything before Nowruz, but I ran out of time, so day of cleaning will have to do. Okay. Nicht abhauen da hinten. Can I ask you a question, Cameron? What happened to the church that used to be located where the Consciousness Center stands? You know, I never really asked. I get the sense that when the mine closed, a lot of workers moved off the island. Without much of a congregation, there was no one to pay tithes for its maintenance. But past misfortunes can lead to new beginnings. That's what I believe. Okay, wer ist jetzt hier abgehauen? Hallo? Boah. Die habe ich auch noch nicht geredet, ne? Sophia is half Italian. Sehe ich ja viel. Did you know that? So her espresso is the real deal. I never thought I would find good coffee on a little island like Fairhaven. Ja, vielen Dank für den wirklich tollen Einblick hier. Your grandma was one of the first folks who came to greet me when I moved here. She brought me some fresh veggies and some soup. It made me feel real welcome. I'm glad you've come to take care of her. Oh, mit der sind wir auch schon gut dran. Na, dich wollte ich doch gar nicht. Hey there, new girl. Pass a message to Hazel for me? As long as it's appropriate. Tell her that during my last shift, I didn't break a single glass. What? It's been a goal for a long time. Juliet told me you said hello to her. Thank you. That girl is so shy. Well, teenagers have a lot going through their heads. It's no wonder some of them deal by just not talking. Her father passing so unexpectedly hasn't helped. Ja, das glaube ich. I sure wish Vanessa would pick a different profession. I think it's making her not like kids so much. And I want grandchildren someday. I remember how much fun you and Hazel had when you were small. I can't help but hope to have that too. Oh, der ist echt süß irgendwie. Hä? Watch out for Sophia. She likes to play matchmaker, and you're too cute to resist setting up. Wait, how did you know I was single? Oh, honey, it's a small town. Wieso I was? Ich bin's doch immer noch. Just so you know, if you ever get run down, go see Amira. She fixes me up every time I have a bad wipeout. Okay, mit dir muss ich noch reden. I can't believe you're married now. In my head, you're still 16. Believe me, I wonder every day about where the time's gone. Oh, if you have questions about the buildings on your farm, don't hesitate to ask Parker. He's the sweetest guy. I couldn't have asked for better. So, mit dir muss ich auch noch reden. Dummlich. How's your father doing, Tara? Dad? Oh, right. You know him. I almost forgot. He used to babysit me since both my parents worked. I was very sorry to hear about his falling out with your grandmother. Ja, dann haben wir, soweit ich weiß, alle durch. Das war jetzt super, weil die jetzt alle an einer Stelle waren. Ach so, den Tintenfisch muss ich ja immer noch fangen. Ein seltener Fang, verkauf ihn an Bruno. Ja, das ist mir schon klar. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo er war. Ich glaube, südlich von dem einen. Der links, nee, unten links. Der mit seiner Farm, genau. Der braucht aber sowieso Hilfe. Also können wir uns auch direkt mal in die Richtung begeben. Mal schauen, ob wir was angeln können. Im Moment haben wir ja noch ein bisschen Ausdauer. So, der hat, glaube ich, gesagt, dass das im Meer sein muss. Im Meer haben wir natürlich nicht so viele Stellen, wo wir es probieren können. Den nehmen wir natürlich direkt mal mit. So. Hier ist aber auch nichts, wo ein Tintenfisch... Da ist wieder ein großer Fisch, aber kein Tintenfisch. Ach, ich dachte gerade, der hat einen Hut auf. Oh Gott. Frage ist, kann ich jetzt ohne Magie überhaupt einen Tintenfisch kriegen? Könnte ja sein, dass das irgendwas damit zu tun hat, ne? Dass man Magie benutzen soll. Aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man irgendwie nur nachts den fangen kann oder sowas. Nee, da sind zwar große Fische.
Aber da ist kein Tintenfisch bei. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man den unbedingt so sieht. Na gut, wenn wir jetzt sowieso schon mal hier sind. Da sind noch keine Disteln irgendwie im Weg. Hey ho, die Frage ist, soll ich... Hab ich heute schon mit dir... Nee, du bist abgehauen, ne? Is it just you on your farm, Thomas? Sure is. My dad passed around the same time as your grandpa. And my mom moved in with my sister near the res in Milkwater. Staying here was too painful for her. Sag ich doch, dass der ein Indianer ist. Oder indianische Abstammung oder wie auch immer. Aber ich muss die selber anbauen, oder? Baue Beete für Pflanzen? Nee, das war das gar nicht. Dass du grünen Bohnen anbaust und Thomas bei der Erledigung einer Bestellung... Ja, ja, anbaust, genau. Da muss ich die selber anbauen. Na gut. Zu mir muss ich dann quasi nach links und oben. Irgendwann habe ich das mal auswendig drauf, aber bis dahin muss ich halt immer wieder auf die Karte gucken. Ah, ich habe da eine Distel gesehen. Eine Distel, die packen wir direkt mit ein. Hä, wieso haben wir jetzt nur eine? Wir hatten ja gestern, also beim letzten Mal schon eine bekommen. Was ist denn das für ein Mist hier? Hallo? Moment, was ist das? Unkraut. Ja, das packen wir doch auch mal mit ein. Was die einen für Unkraut halten, ist für die anderen etwas sehr Wichtiges im Garten. Ich möchte erstmal hier eben bewässern. Ich habe übrigens überlegt, das war eigentlich total Blödsinn, den ich gesagt habe. Mit den Reihen. Auch die können wir schon einsammeln. Das ist ja toll. Okay. Haben auch direkt schon mal 4 Bohnen. Dann machen wir 4 neue Bohnen rein. Zack. Und gießen die auch nochmal. So, ein kleiner Wachstumszauber würde nicht verkehrt sein, haben die gesagt. So, das sammeln wir ein. Erde. Ach, da brauche ich 2 Unkraut für. Okay. Jetzt verstehe ich, was das mit dem Unkraut auf sich hat. Leute, das ist gut. Das baue ich mir jetzt... Das ist die Frage. Baue ich die jetzt so? Also eigentlich könnte man die so bauen, dass wir 9 Reihen stellen. Man könnte die aber auch so bauen, dass wir quasi nur die Reihen nach unten frei haben, was man ja normalerweise machen würde. Und dann könnten wir mehr reinkriegen. Wäre gar nicht so schlecht, finde ich. Wenn wir das jetzt so da reinsetzen. Don't pack the soil too tight now. You'll choke the seedlings. Oh, hello, Thomas. I didn't hear you. That's because I don't wear big, clumpy boots like you city folk. Anyway, not a bad effort for your first plot. Wow, you give compliments? Don't make me regret bringing these for you. Thank you. But what's the occasion? Hazel's a good woman. Strong. But you don't need me to tell you she's struggling. So when I saw you out helping with the garden beds, well, she's not the only one who appreciates it. I'll do my best with these seeds. Ah, oh, der ist richtig nett geworden. Das ist ja toll. Pflanzen wir da direkt mal. Haben wir noch immer grüne Bohnen? Ich habe doch 4 gerade erst da reingemacht. Aber wir brauchen ja nur die 4 für die Quest eigentlich. Also machen wir hier einfach mal Karotten rein. Ja, komm, wir machen da die Karotten rein. Wieso machen wir da jetzt 4 rein? Keine Ahnung, egal. Okay, das füllen wir mal wieder auf. Ja, dann bräuchten wir eigentlich irgendwoher wieder Unkraut. Wir haben natürlich jetzt gerade keins. Schauen wir hier auch nochmal, ob wir hier noch was sehen. Oder vielleicht noch eine Distel oder so. Aber das, was man braucht, das findet man immer ganz schwer. Gerade dann auch noch in dem Moment, wenn man es braucht. Nee, natürlich nicht. Okay. Oh, was ist das? Wer hat denn da diesen Stein so dämlich hingelegt? Oh, die süßen Mäuschen. Die würde ich gerne mitnehmen.
So, da hinten sind wieder Fische, aber das sind wieder andere Fische. Ach, da fällt mir übrigens was ganz anderes gerade ein. Wir gehen mal eben zum See. Ich weiß nicht, ob das da Unterschiede macht, was man da genau fängt. Ich habe nämlich überlegt, da, weil das ja alles so extrem teuer ist hier, habe ich mich mal ein bisschen umgehört. Sind da welche drin gewesen jetzt? Da waren gerade nicht. Ah, aber die Katze ist gerade da. Hallo, Mizi. Habe ich mich mal ein bisschen umgehört. Und ich habe mir sagen lassen, dass die beste Art, um anfangs ein bisschen Geld zu kriegen, wenn auch nicht so viel, dass das wohl wäre, wenn wir Fischstäbchen herstellen. Da die logischerweise aus Fisch gemacht sind. Oh, hier oben ist auch nochmal eine Stelle. Möchte ich gerne mal kurz angeln. Also, ich würde gerne den großen haben. Kann ich das so machen wie beim letzten Mal? Moment, dann nehme ich den Wurm. Oh. Hallo, es wäre schön, wenn du den auch reinziehst. Okay, also mit dem Wurm kann man auch mal die großen Fische fangen. Na gut, dann haben wir eine Makrele geangelt. Das war jetzt eigentlich, es war schon das, was ich wollte. Oh, was haben wir hier, Krebse oder was? Ne, Langusten? Langusten. Worauf gehen die denn jetzt ab? Auf die Würmer oder? Oh, da kommt der Angler. Oh, quick! Ja, jetzt mach! Zieh! Hä? Wieso zieht die nicht? Oh, quick! Ja! Jetzt habe ich den Kleinen. Ja, super. Ich wollte... Nein, jetzt sind die weg! Wollt ihr mich verarschen? Hä? Weil ich gedacht habe, dass ich den Großen gefangen hatte. Jetzt sind die hier hinten. Ich will aber eigentlich den anderen haben. Na, komm, komm. Oh, quick! Gotcha! Sehr schön. Nochmal falle ich... Dein Ernst, das war doch kein Tintenfisch. Ey, ihr wollt mich doch jetzt veräppeln, oder? Hallo? Ach so, der war für den Wahrsager. Ja, stimmt, das war ja gar nicht für unseren... Wächst hier oben eigentlich irgendwas, was wir ernten können? Ich meine nämlich auch, dass wir das beim letzten Mal nicht gesehen haben. Oder ich habe es einfach nur nicht genommen. Das kann natürlich auch sein. Beziehungsweise Blaubeeren sind das. Ah, okay. Ja, perfekt. Ich wollte aber eigentlich gucken, was brauche ich denn da alles für? Wir gehen nochmal eben nach Hause. Ich sage, ich wünschte mir, dass ich so eine Sprint-Taste hätte. Aber ich habe zumindest schon mal was für den Wahrsager. Das ist schon mal geil. Dann können wir nämlich nachts auch weitermachen. Oma, ich muss mal kurz was kochen. Oder vielleicht kochen. Ich bin mir nicht sicher. Hier, Moment. Ich brauche Mehl. Ich brauche Mehl. Okay. Gut. Ich hoffe, ich habe genug... Ja gut, das Mehl war, glaube ich, nicht so teuer. Das war irgendwie 12 oder 14 oder so. Ich meine, das ist auch teuer natürlich. Das ist wahnsinnig teuer, weil ich wollte ja eigentlich so rum die 200 immer behalten für den einen Typen. Aber, oh, sag mir bitte, dass die jetzt arbeitet. Wir haben Freitag, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die arbeitet unten, oder? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die arbeitet unten. Die war das nicht. Das war die mit den Kuchen. Bin ich jetzt doof? Arbeitet die doch oben? Nee, Moment, hier geht's noch weiter. Nee, hier ist nur noch die Kirche.
Oh, bitte, es darf nicht zu spät werden. Da ist die Schule, da ist doch nur noch die Werkstatt. Sonst ist hier doch gar nichts mehr. Da ist doch schon der Wald. Ah! Jetzt finde ich die blöde Tussi nicht. Oder war die unten links? Das kann natürlich auch sein. Da sind die Blumen. Bäckerei. Und da hinten ist ja nur noch die Schmiedin da. Also ich sag mal, der Schmied, das hört sich einfacher an. Die Fleischtussi. Ah, da ist sie doch, meine ich doch. Ach, das war direkt links. Ja, war ja klar. So. Mehl. 15 sogar. Ja, zwei mit. So. Gehen wir mal raus. Und wieder nach Hause. Das ist so blöd, weil man dann die ganze Zeit hin und her laufen muss. Ja, die Sachen für die Stadt brauche ich gar nicht erst zu machen. Ich weiß nicht, das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Gold es dabei gibt. Wenn es überhaupt Gold dafür gibt. Keine Ahnung. Wenn es dafür natürlich gut Gold geben würde, würde ich sagen, da ja, lege ich immer mal so ein Auge drauf. Aber da werfe ich ein Auge drauf. Ich lege keins drauf. Aber ob ich das werfe oder lege, es tut beides weh. Von daher, nein, Scherz beiseite. Was war denn das gerade eigentlich? Zucker, ach so. Fischstäbchen. Jetzt möchte ich das mal probieren. So, Fischstäbchen. Und die soll ich jetzt verkaufen. Kann ich mit dir noch reden? I can't believe you've even managed the farm on your own this long, Grandma. Well, Robert left things in good shape when he passed. And Thomas has been a help. More than the help, though, I've missed having company. Alina stops by now and again, but it's so nice having you here, honeybee. No. It will be good to have the garden in full bloom again. Finde ich auch. Okay, jetzt haben wir schon wieder 20 nach 3. Wir müssen uns etwas beeilen. Ich darf hier nicht zu lange verweilen. An wen verkaufe ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Bei der Hazel wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht bei dem Fischtypen, aber der ist jetzt gar nicht da. Also man soll das auf jeden Fall verkaufen können. Nee, der ist nicht da. So, was ist mit dir? Möchtest du etwas kaufen? Folgendes könntest du noch verkaufen. Ja, die Banane, keine Ahnung. Also, ich kann hier auf jeden Fall keine Fischstäbchen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir das wirklich nur bei dem Fischtypen können. Und der ist jetzt heute den ganzen Tag nicht da, oder wie? Was haben wir denn jetzt? Freitag. Natürlich ist er freitags nicht da. Ihr wollt mich verarschen, ganz ehrlich. Oh, selbst wenn ich ihn jetzt finden würde, könnte natürlich auch sein, dass der hier unten ist, würde das aber wahrscheinlich trotzdem keinen Unterschied machen. So, das war nur das. Ja, ist gut. Ich will hier raus. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich hier unten auch angeln kann, aber offenbar nicht. Ja, jetzt schließt der auch noch. Pünktlich um 4. Surferboy hier, ne? Keine Lust zu arbeiten? So haben wir es gern. So. Dann schauen wir nochmal. Haben wir hier noch irgendwas zum Angeln vielleicht? Ansonsten würde ich fast schon... Ja, das sind die kleinen Fische. Die will ich eigentlich nicht angeln. Hier ist noch ein großer... Ich muss mir auf jeden Fall nochmal neue Köder dann irgendwie besorgen. Oh, quick! Nee, den kleinen will ich nicht. Quick! Ja, das auf jeden Fall. Schnell, schnell. Hering, leben in großen Schwärmen im Ozean, ein seltener Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Obwohl er eklig ist. Ich weiß nicht, überall steht eklig dabei. Ich kann es gut nachvollziehen.
Gucken wir hier nochmal. Mal den. Ist blöd, aber gut, das ist halt ein Köder, ne? Jetzt muss ich nur sehen, wer jetzt gerade anbeißt. Oh, yes! Ach, da hinten läuft er doch. Ein leuchtend roter Meeresfisch, der köstlich schmeckt, ein seltener Fang. Ja, mit ihm sprechen konnte ich ja vorhin auch schon nicht. Die sind klein, die sind eigentlich nicht der Rede wert. Da hinten. Könnte das nochmal ein Tintenfisch sein, obwohl das Ding aussieht wie eine Makrele oder so? Ich weiß es nicht. Na, Languste hatte ich übrigens gesagt, nicht Makrele. Oh, yeah. Ah, ich habe doch keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Es ist ein Scrimp. Ein kleines, längliches Krustentier aus dem Meer. Ein seltener Fang. Ebenfalls eklig. Was ist das? Seetang. Okay, den nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung wofür, aber den nehmen wir mit. Ich will natürlich jetzt nicht die Zutaten verkaufen, weil ich nicht weiß, ob wir die brauchen. Und die finden wir ja dann auch so selten. So, jetzt haben wir 5. Ich würde sagen, ich weiß ja nicht, ob ich die Ausdauer jetzt noch brauche. Das ist das Problem. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, ich hack noch mal ein bisschen Holz. Aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal eben auf den Weg zum, zum Wald. Und hole euch dann wieder hinzu, wenn es nachts ist, weil dann können wir ja leider erst weitermachen mit der Sache hier mit dem Priestertypen da, mit dem Wahrsager. Also wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es Nacht ist und wenn wir beim Wahrsager sind. Bis gleich. Nein, noch nicht ganz bis gleich. Ich habe noch jemanden gefunden. Watch out for the twins. You're new and the last person who was new was Cameron. And let's just say there's a reason the Consciousness Center doesn't have the stained glass windows left over from the old church anymore. And that reason may have involved homemade slingshots. Okay. Ich lasse das mal einfach so stehen. Ja, jetzt sage ich aber nochmal, bis gleich, wenn's Nacht ist. So, Oma läuft schon mal vorbei. Wir haben die Zeit wesentlich schneller gestellt. Ich meine, ab 9 Uhr wäre es dann auch offiziell Nacht in dem Spiel. Ich warte jetzt noch mal einen Moment ab, weil ich möchte nämlich ehrlich gesagt gerne die Blumen noch mal ernten. Entweder war das um 9 Uhr oder, ja, wir müssen halt ein bisschen später ernten. Da läuft das Mädel rum. Anscheinend ist das immer noch nicht wirklich Nacht, sonst wäre sie ja wahrscheinlich noch nicht hier unterwegs, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht war das doch ein bisschen später. Dann mache ich einfach einen kleinen Cut und schaue, wann die Blumen aufgehen. Tja, also wie man sehen kann, die Blumen sind noch nicht aufgegangen. Aber die ganzen anderen Leute sind wohl mit Oma quasi schon reingekommen. Dann machen wir einfach mal mit der Quest weiter. Oh, oh, oh. Look at those beautiful squid. Good work, novice. So, when you finish your lunch, can we get back to incantations? No, no, these aren't for lunch. You need to make some nice black ink, and squid ink is the best. You could have said so. I just did. Now, you'll need a desk. Set it up in your sanctum. Ah. That's your basement. You wouldn't want anyone to happen on your half-written incantations. Once you've got your ink, there's a couple more things you'll need. Come back here, and I'll give them to you. Der Wahrsager sagt, du sollst einen Schreibtisch in dein Heiligtum bauen. Sie haben ganz schön viele Forderungen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Have you ever thought about being the High Priest? Nah. I'm good at the prophesying and the muttering. Not so much the leading. Besides, there's all the paperwork. Coven leaders have to do paperwork? Sure, Mounds. Okay.
Neue Blaupause. Dies kann jetzt in deinen Keller gebaut werden. Schreibtisch. Ja, Frage ist nur, was brauche ich dafür? Try to not blow off any arms or legs while trying out new spells. It's harder to stay in secret society that way. Okay. Das haben sie ja schon mal gesagt, sowas. As you may have sensed, your grandmother doesn't believe in keeping our identities secret. It's a noble idea, but I've concluded that it isn't practical. Ich schätze mal, das kommt eh bald raus. We must reveal ourselves to the rest of the town someday. It's the only way we can really be one community. Das denke ich nämlich auch. It may sound silly, but I'm curious to know what everyone else's familiars are like. Okay. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Ja, dann kümmern wir uns mal um unsere neue Aufgabe. Wobei ich nicht genau weiß, was ich für den Schreibtisch jetzt überhaupt brauche. Die Blumen sind immer noch nicht geöffnet hier. Hatte die denn gesagt, ich muss genau um Mitternacht hier hinkommen? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher. Wir laufen trotzdem jetzt einfach mal zurück. Und da die Folge jetzt schon ziemlich lang ist, schalte ich euch gleich wieder hinzu, wenn wir zu Hause angekommen sind. So, angekommen sind wir. Jetzt ist die Frage. Oder muss ich das über Werkzeuge? Nee, wir haben eine Blaupause bekommen. Also müssten wir das doch theoretisch hier über diese Werkbank machen, oder? Papierpresse, Entsafter? Anscheinend nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Achso, ja, das ist das Inventar. Ja, das ist klar. Ich will ja auch nicht das Inventar. Ich will bauen, aber bauen kann ich doch nur... Moment, steht das hier drin? Hinweis anzeigen. Deine Zauberformelstation. Hier kannst du auch Tische herstellen. Tinte herstellen, nicht Tische. Ja, aber wie kann ich den denn jetzt bauen? Benutze den Heimwerkertisch in deinem Heiligtum. In meinem Heiligtum? Okay. Ich dachte, das wäre jetzt ganz einfach mit dem... mit dem anderen. Ah, okay. Dafür brauche ich 10 und nochmal 50 Gold. Ihr wollt mich doch echt... Eieieiei. Wo tue ich den denn am besten hin? So. Das sieht ein bisschen blöd aus, so, aber ist leider auch nicht mittig. Aber stellen wir den mal hier hin. So. Ach so, Moment. Kann ich, nee, da brauchte ich nämlich die Sachen, die wir noch nicht haben, ne? Genau, und Kupferbarren und so. Okay, so. Schwarze Tinte, Tintenfisch. Zack, habe ich auch hergestellt. Jetzt kann ich eigentlich zurück. Sag dem Wahrsager, dass du einen Tisch gebaut hast. Ich habe sogar die Tinte hergestellt, Jungs. Nicht nur den Tisch gebaut. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt noch da sind. Ich renne mal schnell hin, mal gucken, ob die noch da sind. So, wir haben jetzt 10 vor 12. Sag mir bitte, dass die noch alle hier oben sind. Das sieht so aus. Da bewegt sich noch was. Ja. Ich will nicht perfekt sagen, weil ich muss ja erstmal noch ankommen. Nein, 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 nein. Ich muss erst mit ihm reden. All right. I think I've walked you through the tricky bits. This here will explain the extra bits you need. Once you have them, go and write it at your newly made desk. Technically, this isn't an incantation. This is just a piece of paper with some mumbo-jumbo on it. Well, then what's the difference? When you go home and write this on your freshly pressed paper, hold the offering in the other hand. That's your thistle. You must concentrate on every word as you write it. You'll know it's working if, as you finish, the offering has vanished and you feel some of your magic is drained away. Then, the page you've created will be an incantation. You should take it to the High Priestess when it's ready. What does this incantation do? That's not for me to discuss.
Okay, also Oma noch mal fragen. Nutze deinen Tisch, um eine Initiationsritus-Zauberformel herzustellen. Schlimmes Wort, ein ganz, ganz schlimmes Wort. Okay, es wird langsam spät, ich weiß. Oma ist schon weg, nein. Wo ist Oma hin? Na, ins Bett wahrscheinlich, ne? Sollte ich ja auch hin. Na gut, dann können wir sie jetzt noch nicht fragen. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt mal auf ins Bettchen. Verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Werd noch eben die Schlafszene mit reinschneiden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich wieder wach bin. Bis dann. Ciao. Oh, am I ready for bed?